Hier werden ernste Richtungen festgelegt und Themen diskutiert, die einen markanten Einfluss auf unser Geschehen haben können. NFL Woche 12 ist over und was ist da wieder alles passiert? Wirklich offensiv geiler Football gespielt, defensiv wurde NFL History geschrieben und auch sind wieder ein paar Überraschungen entstanden, wo man sich vor der Season dachte, yo, wenn man die Vermutung öffentlich kommuniziert, dann bist du auf jeden Fall gelünscht. Das alles jetzt im NFL Recap. Have fun! Steelers gegen Bengals, das ist das erste Spiel ohne wahrscheinlich den meistgehassten Offense-Coordinator Matt Canada und man bekommt direkt die Bestätigung reingedrückt, denn das ist das erste Spiel seit 59 aufeinanderfolgenden Spielen, dass die Steelers über 400 Total Yards in einem Spiel erreichen. Und das ist gleichzeitig auch das erste Spiel in dieser Saison, dass sie mehr Yards haben als der Gegner. Took him one day. Matt Canadas einziger Freund im Team war wahrscheinlich Diontae Johnson, wenn man sich diese Clips hier reinzieht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Wie viel Lust hast du auf dieses Spiel, Diontae? Ja. Bengals aber ohne Joe Burrow und dafür mit Jake Browning. Ich glaube, schwieriger hätte man es ihm nicht machen können. Und zwar gegen eine starke Steelers-Defense mit einem hundsmiserablen Laufspiel. Vom Ergebnis her sah es trotzdem ganz knapp aus, sag ich mal, mit 16-10. Die Steelers stehen jetzt 7-4 und haben den 5. Platz in der AFC. Schedule ist auch relativ easy, von daher sind die Playoffs definitiv in Reichweite. Atlanta gegen Saints, eine der größten NFL-Rivalitäten, wo es auch direkt von Anfang an heiß herging und sehr physical war. Mittendrin war es dann aber eigentlich eher so, yo, welche Offense von beiden ist schlechter, wer will es weniger, so sah es gefühlt aus. Besonders frustrierend war dieses Spiel allerdings für die Saints, denn man hatte 5 Red Zone Trips, einer davon ging für einen Touchdown, aber der war leider zum Gegner. Picked up! Jesse Bates, he's got a shot! Bates to midfield, no question, pick 6, no flags! Desmond Ridder hatte auch 2 Interceptions, aber er hat die notwendigen Plays gemacht, um Atlanta zum Sieg zu führen mit einem schönen Lob-Pass zu Bijan. 2 knackige Stats noch zu Derek Carr. Derek Carr und Andy Dalton hier mal im Vergleich. Ihr werdet feststellen, so großartig unterschiedlich sind die Statistiken gar nicht. Nur auf dem Gehaltscheck ist es ein enormer Unterschied, denn Derek Carr verdient 150 Millionen für 4 Jahre. Und in den letzten 32 Possessions hatten die Saints 3 Touchdowns. 2 kamen von Jameis Winston, als Derek Carr verletzt war. Und einer davon kam von Taysom Hill. Und somit gewinnt Atlanta das Game 24-15 und sind jetzt Erster in einer überragend kompetitiven NFC South mit einem sehr soliden Record von 5-6. Hier treten alle auf der Stelle wie so ein Rudel. Wer gewinnt, wenn der Löwe gegen den Seeigel kämpft, hängt ja auch schwer davon ab, wo der Kampf stattfindet. Im Atlantik sieht der Löwe nämlich ganz schön alt aus. Und das hier ist der Atlantik. Hier ist der scheiß Seeigel der König, doch. Texans gegen Jaguars. Auf dieses Spiel habe ich mich auch schon die ganze Woche gefreut. 2 upcoming Teams mit 2 heißen Quarterbacks. Und CJ Stroud wäre auch fast schon für den nächsten NFL-Record verantwortlich gewesen. Haut ein mordsmäßiges Ding raus zu Tankdale. 68 Yards ist das Teil in der Luft, wäre NFL History gewesen, aber leider. Leider wurde Tank Dell gecalled für eine Illegal Motion. Ich weiß nicht, ob die so legit war. Deswegen sehr, sehr schade. Aber wirklich diese beiden Dudes, Tank Dell und CJ Stroud, absolute Vollmaschinen. Und overall hatte dieses Spiel einfach so viel zu bieten. Es war einfach Zucker für den neutralen Zuschauer, sich das anzuschauen. Nur aus Texans Sicht war es natürlich ein herzzerreißendes Finale, in dem man das 58-Yard-Field-Goal, was in die Overtime geführt hätte, leider verkackt. Aber hier fehlen dann einfach ein paar Zentimeter. That's what she said. Bucks gegen Colts, 2 Teams, die nicht übertrieben krass sind, aber meiner Meinung nach definitiv overperformen. Das hätte ich vor der Season niemals gedacht, dass die Colts, vor allem jetzt nach diesem Win, hier mit 6-5 dastehen und statt jetzt sogar in den Playoffs sind. Ist natürlich nur eine Momentaufnahme, kann immer noch mega viel passieren. Aber wenn mir einer gesagt hätte, nach 12 Wochen, die Colts stehen in den Playoffs und die Bills nicht, dann hätte ich aber mal gesagt, eine Menge ADHS mit so einer kleinen Portion Autismus. Ey, und wie gut die Rams einfach sein können, wenn bei denen mal alles klickt, das ist krass. Letztes Wochenende schon gegen die Seahawks im Division-Matchup gewonnen, jetzt die Cardinals rasiert, damit stehen sie 4-1 in der Division. Playoff-Hoffnung, meiner Meinung nach, sind noch ziemlich legit. Running Back Kyron Williams mit einer absoluten Top-Performance, 200 Total Yards, 2 Touchdowns. Ich weiß noch ganz genau im Draft-Process, da ist er gefallen, weil viele gesagt haben, ja, Physicals sind jetzt nicht so krass, 40-Yard-Dash, Gewicht, pipapo, alles nicht so gut. Und jetzt hat er wahrscheinlich eine Top-5-Run Running Back Performance der Season rausgehasselt. Bills gegen Eagles.
für die Bills war hier wirklich sehr, sehr viel drin, denn die wären bei einer Niederlage nicht mehr in den Playoffs. Das heißt, sie mussten ja auf jeden Fall gut mit Feuer unterm Arsch spielen. Und das haben sie auch in der ersten Halbzeit getan. Wirklich, die Eagles, die hatten gar keine Chance offensiv gesehen, haben dann aber in der zweiten Halbzeit wirklich sicke Adjustments gemacht, wie auch schon gegen die Chiefs. Die Bills-Performance blieb in der zweiten Halbzeit offensiv zumindest mehr oder weniger gleich. Bis auf die Interception von Josh Allen machen die es eigentlich echt gut, sodass es im Endeffekt auf 59-Yard-Field-Goal von Jake Elliott ankommt. Und der macht das Ding und damit geht's in die Overtime. Und diese fucking Eagles haben so eine hammerharte Winning-Mentality, dass sie das Ding mit 37-34 gewinnen. Absolut crushing für die Bills, die stand jetzt nicht mehr in den Playoffs sind. Kleiner Fun-Fact noch dazu, die Bills haben ja gegen die Chiefs damals vor ein paar Jahren in Overtime verloren und daraufhin wurden die Overtime-Regeln geändert, sodass beide Teams die Möglichkeit haben, einen Touchdown zu scoren. Seitdem diese Regeländerung zustande kam, haben die Bills 5 Spiele in Overtime und 5-mal verloren. Is anybody surprised about what happened? No, man. Nope. Nope. Patriots gegen Giants, wahrscheinlich das hässlichste Spiel der gesamten Woche oder vielleicht sogar das hässlichste der gesamten Season, man weiß es nicht. Ich selbst habe mir das Spiel nicht reingezogen, das konnte ich einfach nicht. Was ich mich dennoch frage ist, wie der NFL-Channel es schafft, aus diesem Spiel 10 Minuten Highlights zu extrahieren. Mac Jones wurde mal wieder gebencht und combined mit Bailey Zappi für 3 Interceptions. Broncos gegen Browns. Ey, könnt ihr euch noch daran erinnern, als wir alle gesagt haben, wie scheiße sind eigentlich die Broncos? Diese Zeiten sind vorbei. Was für ein Wahnsinns-Turnaround. Von 1-5 zu einem 6-5. 5 Wins in Folge. Und das waren nicht mal schlechte Teams, gegen die die Broncos da gespielt haben. Das waren unter anderem Chiefs, Bills und die Vikings. Und die Vikings hatten zu der Zeit selber eine 4er-Winstreak. Und jetzt gegen die Browns, eine der besten Defenses der Liga, ey. What the fuck? Droppen da einfach mal fast einen 30-Burger. Broncos mitten im Playoff-Race. Feier ich. Geil. Morgen. 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 Was gibt's Neues? Raiders gegen Chiefs. Die Raiders hier mit einem unfassbar schnellen Start. Mit 14-0 aus den ersten beiden Drives. Und es ist weg. Haben sie mal wieder smart gemacht, ihre Fans im Glauben zu lassen, da würde was gegen die Chiefs. Aber das sah auch geil aus. Aiden O'Connell hat die Piff verteilt bis zum geht nicht mehr. Josh Jacobs mit einem 63-Yard-Touchdown-Run mit einem schönen Stiffarm gegen Mike Edwards. Aber es sah eben nur ein Quarter lang so gut aus. Und auf Chiefs-Seite, wer hätte gedacht, dass man tatsächlich erfolgreich Football spielen kann, wenn die Receiver den Ball fangen? Denn das haben sie in diesem Spiel getan und mal wieder Football gespielt, wie man es sonst vorher von den Chiefs gewohnt war. Cowboys gegen Commanders, ich denke, hier sind wir uns alle einig, dass wir schon im Vorfeld wussten, was passieren wird. Denn die Cowboys sind so gut darin, einfach schlechtere Gegner massiv zu zerbersten. Dak Prescott mal wieder mit einer geisteskranken Performance mit 331 Yards und 4 Touchdowns. Doch die Story des Abends, neben dem Fakt, dass Sam Howell nur 4-mal gesackt wurde, ist natürlich Deron Bland letztens noch ein Short-Video hochgeladen, was für einen Tag lang aktuell war, als er seine 4. Pick 6 dieser Season hatte, gegen die Commanders NFL History geschrieben mit seinem 5. Pick 6 in diesem Jahr. Der eine Störfaktor der Cowboys ist allerdings folgendes. Das hier ist eine Auflistung der Teams, gegen die sie dieses Jahr gewonnen haben. Checkt ihr wahrscheinlich selber schon, keines dieser Teams hat einen Winning Record. Ravens gegen Chargers, ich denke, ein Großteil der Chargers-Fans kann Brandon Staley einfach nicht mehr sehen. Auch dieses Spiel ging verloren gegen die Ravens, wo man dazu sagen muss, ja, die sind unfassbar krass, wahrscheinlich eines der heißesten Teams. Aber Justin Herbert ist für mich in einem guten System, vom Skillset, sagen wir mal so, vom Skillset ist Justin Herbert für mich schon Top 5, Top 6 Quarterback und da nur 10 Punkte und generell so eine Season abzuliefern, das ist overall einfach zu wenig als Team. Deswegen glaube ich, ist Brandon Staleys Stuhl einer der heißesten aktuell. Aber die Ravens, ohne Scheiß, ey, am Anfang der Saison ziemlich under the radar gewesen, aber jetzt, wie gesagt, so heftig am Start, das ist richtig, richtig krass. Sowohl offense-technisch, dass sie selbst ohne Mark Andrews trotzdem noch die Kreativität und die Big-Play-Abilities haben. Und auch auf Defense-Seite habe ich das Gefühl, die können genau dann Turnover forcieren, wenn sie am meisten brauchen. In dem Spiel auch wieder eine Interception und 3 Forced Fumbles. Und ich sehe gefühlt jede Woche irgendein neues Team, was sich in die Pole-Position bringt. Für einen Super Bowl und aktuell bin ich so ein bisschen auf dem Ravens-Hype-Train, muss ich sagen. Dann Monday Night Football Game, Bears gegen Vikings. Glückwunsch an alle, die es ausgehalten haben, sich dieses Spiel reinzuziehen. Und Beileid spreche ich auch aus für die Leute, die extra ihren Schlaf aufgegeben haben, um sich das Spiel in der Nacht reinzuziehen. Dann offensiv war das ziemlicher Müll, muss man sagen. Wenig Punkte, wenig spektakuläre Aktionen. Ich habe hier mal einen Graph
von Justin Fields Pass-Attempts über das gesamte Spiel. Aber dafür, dass es so low-scoring war, war trotzdem ziemlich viel los mit 6 Total Turnovers, darunter 4 Interceptions von Joshua Dobbs. Und Kevin O'Connell hat sich im Nachhinein nicht für Joshua Dobbs committed, meinte nämlich in einem Interview, dass er jetzt erstmal alles evaluaten muss. Damit könnte die Joshua Dobbs-Ära so schnell vorbei sein, wie sie begonnen hat. Auf der anderen Seite feierten Justin Fields und die Bears ihren ersten Division-Win seit 2021. Gerne Statement.